Hi Leute, diesmal habe ich mich aufgemacht zum wunderschönen Rhein. Das Wetter im Herbst ist noch mal so richtig cool geworden und ich dachte mir, warum nicht mal einen Trip zur Lorelei machen? Die liegt nämlich direkt schon da unten. Also ich bin direkt schon auf dem Weg. Und dort habe ich vor, ein bisschen die Felsen runter zu klettern, ein wenig Action haben, dann natürlich hier am Rhein eine Nacht zu verbringen und dann möchte ich euch noch mit ans Deutsche Eck nehmen. Also worauf warten wir? Ich brenne schon auf diese Reise, also los geht's! Seit Wochen war ich schon nicht mehr unterwegs und bin motivierter denn je, endlich wieder etwas zu erleben. Da die Lorelei bald komplett umgebaut wird, wollte ich noch ein letztes Mal zur alten Version zurückkehren. Ah, und da ist sie schon, die Lorelei. Die Statue von der Nixe, Hexe oder wie man sie auch nennen möchte. Übrigens, das Interessante ist, die Lorelei ist gar keine so alte Sage, denn ein Autor im 19. Jahrhundert, also so um 1800 rum, hat die Lorelei in einem seiner Romane verwendet. Und dort hat das Ganze so einen Hype ausgelöst, dass man wirklich dachte, die Lorelei wäre so eine alte, uralte Sage aus den ersten Anfängen der Menschheit oder so etwas. Dabei war das damals wirklich nur ein kleiner Hype, der ausgelöst wurde. Aber nichtsdestotrotz, ziemlich interessant. Und ich würde mal sagen, gehen wir jetzt zu dem Felsen. Das Plateau ist nichts Besonderes, aber die Sicht vom Felsen selbst ist immer wieder atemberaubend schön. Und da sind wir auch schon bei der quasi allerersten Aussichtsplattform an der Lorelei. Ich glaube, der richtige Felsen ist das da hinten, wo auch dieser Fahnenmast zu sehen ist. Aber schon von hier aus ist das eine ziemlich gute Aussicht, muss ich sagen. Da unten kann man wunderbar das Rheintal sehen, mit dem Rhein selbst natürlich. Und ich finde das immer wieder beeindruckend, wie die Felsen hier links und rechts am Rhein nach oben gehen. Und deswegen habe ich auch so viel Bock, später auf den Loreleifelsen runter zu klettern. Ob das klappt, weiß ich noch nicht, aber zuerst möchte ich hier oben alles genießen. Eigentlich ziemlich idyllisch, wenn man sich das hier anschaut. Das ist hier so eine Art kleiner Garten, der hier oben gemacht wurde. Direkt da vorne das Restaurant und Hotel. Kann man sich überall hinsetzen, ein bisschen die Aussicht von hier oben, von der Lorelei genießen. Aber da vorne ist der Felsen und da möchte ich jetzt auch unbedingt hin und euch die Aussicht zeigen. Und da sind wir auch schon. Hier sind wir jetzt direkt auf dem Loreleifelsen. Und schaut euch nur diese absolut hammergeniale Aussicht an. Selten hat man so einen ungehinderten Blick auf das malerische Mittelrheintal. Die Lorelei belohnt mich mit einer Aussicht, die es locker mit anderen Gebieten der Erde aufnehmen kann. Auch von der anderen Seite des Felsens genieße ich noch den Ausblick. Die Sonne senkt sich schon langsam herab und taucht das Tal in ihr goldenes Licht. Für mich gibt es aber einen besonderen Aussichtspunkt, an dem ich am besten entspannen kann. Und das hier ist natürlich die beste Aussicht. Ein wenig abseits der Touristenplattform kann man hier nämlich ein bisschen auf den Felsen und dann kann man natürlich noch etwas besser die Aussicht vom Loreleifelsen genießen. Und ich finde, das ist hier einer der besten Orte, weil hier stören einen die Touristen nicht. Man hat wirklich die schönste Aussicht und man kann hier wunderbar Pause machen. Hier oben stört mich keiner und ich kann meine Seele wortwörtlich baumeln lassen. Always on, always on my
Und jetzt genug Pause gemacht. Ich wollte ja den Felsen irgendwo runterklettern. Das sieht von hier aus ziemlich schwierig aus. Aber wer weiß, vielleicht finde ich doch noch eine Route. Ich kann nichts versprechen, aber ich versuch's mal. Das hier ist extrem schwierig. Ich weiß, wie ich alleine runterkommen würde, aber mit der ganzen Ausrüstung, der Kamera und allem, wird das hier oder wäre das hier nicht wirklich machbar. Wir haben leider kein Seil dabei, von daher ist so eine Stelle erstmal tabu. Ich gucke mich woanders um. Vorsichtig hier, bei dem Gras sieht man nicht genau, wo wieder ein Felsen ist. Das kann hier jederzeit sofort steil abgehen. Wegen dem Gras kann man nicht wirklich sehen, wo der Felsen aufhört. Von daher muss ich mich hier etwas vorsichtig bewegen. Die Gefahr ist allgegenwärtig, auch wenn es nicht danach aussehen mag. Und hier könnt ihr sehen, was ich meine. Ich war mit meinen Füßen schon da vorne drauf, aber da hört schon der Felsen auf. Hätte ich da nicht aufgepasst, wäre ich hier schon runtergeplumpst. Ziemlich heikel das Ganze. Aber ich will unbedingt einen Weg hinunter finden. Deshalb bewege ich mich langsam nach vorne und suche nach einer geeigneten Abstiegsstelle. Also ich muss schon sagen, das geht noch verdammt lang weit runter. Und ich habe eigentlich schon einiges an Strecke gemacht. Aber ab hier wird es richtig, richtig steil. Und ich sehe leider keinen Weg, der mich und den Kameramann Kylon jetzt sicher runterbringen würde. Vielleicht habe ich da hinten noch was, aber das hier ist absolut unmöglich. Ich habe keine andere Wahl und muss weitersuchen. Irgendwo an dieser steilen Kante muss es einen Weg geben. Leider werde ich auch hier enttäuscht. Ich wusste es. Hier haben wir wieder das gleiche Problem. Das ist eindeutig zu steil, um runterzukommen. Bisschen schade, weil ich dachte, dass ich hier doch einen Pfad finde, der mich runterführt. Aber das hier ist doch ein bisschen zu heikel, ohne ein Seil dabei zu haben. Ich würde sagen, dass ich wieder hochgehe und einen anderen Weg runter ins Tal nehme. Und anstatt wieder jetzt den gesamten Weg hochzuklettern, gucke ich, wie ich hier wieder hochkomme. Es ist schade, dass ich keine Stelle zum Abklettern gefunden habe, aber so ist das Abenteuer. Manchmal muss man umdrehen und zurückgehen, wenn man sein Leben nicht riskieren möchte. Okay, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich dachte, ich könnte eine gute Route zum Runterklettern finden, aber jetzt habe ich eine sehr geile Route zum Hochklettern gefunden. Ein paar Dornen versperren mir den Weg, aber ich glaube, die kriege ich schon gebändigt. Mit dem hier. Nach und nach schiebe ich die lästigen Dornen weg, die mir den Weg versperren. Beim Klettern packe ich in weitere Dornen, die auf dem Felsen liegen. So komme ich nicht hoch. So geht's nicht. Am anderen Trick, dann ziehe ich mich einfach hier oben an dem Baum hoch, an dem Ast. Gib mir die Kamera. Auch Kylon muss die Stelle hochkommen, aber als Kameramann hat er zur Sicherheit immer Handschuhe an und kann damit besser klettern. Okay, die Felswand ist ein bisschen zu glatt, um hochzuklettern. Und hier oben kann ich mich nicht wirklich irgendwo festhalten. Das Schöne ist, direkt hier links neben mir wächst ein Baum. Und das ist eigentlich wie
ein Geschenk des Himmels. Oft sind Bäume wie natürliche Leitern, die man nutzen kann, um unüberwindbare Stellen zu schaffen. So eine Gelegenheit sollte man niemals unterschätzen. Okay, ich bin oben. Schon geschafft. Übrigens, vor diesen Bäumen hier muss man sich auffürchten. Denn schaut euch mal diese Dornen hier an. Da habe ich mehrmals schon reingefasst und es tut wirklich höllisch weh, als würde man direkt eine Nadel ins Fleisch gestochen bekommen. Von daher, da lieber die Finger von, denn auch die Stämme dieser Bäume können doch solche Dornen haben. Und Leute, fasst es lieber nicht an, das ist wirklich extrem schmerzhaft. Zum Glück komme ich nur mit einigen wenigen Kratzern wieder oben an. Dort erwartet mich jedoch etwas anderes Unerwartetes. Kein Problem. Doch, ein bisschen schon. Also runter nicht, hoch geht ja noch eher, gell? Ja, ja. Nee, runter würde ich es auch nicht machen. Das ist ja kein offizieller Weg. Nein. Irgendwo gibt es den Fußweg, ich weiß nicht genau, wo der hochkommt. Ja. Irgendwo kommt ein Fußweg hin. Ja, ja. Okay. Ja, wir wollten ein bisschen klettern. Ja. Okay, ich hatte jetzt nicht den ersehnten Abstieg, aber auch diese Klettertour war schon recht anstrengend und ziemlich lustig. Aber jetzt will ich unten zu einem weiteren Ziel noch, nämlich zur Lorelei-Statue, so soll sich das nennen. Das ist so eine kleine künstliche Landzunge, die an den Rhein gebaut wurde und da möchte ich euch noch hinführen, bevor ich dann später nochmal hier hoch zurückgehe und dann hier mein Lager aufschlage. Denn wir haben ja schon Herbst, es wird recht schnell wieder dunkel und daran muss ich mich wieder ein bisschen gewöhnen. Also ich muss jetzt immer daran denken, ein bisschen früher das Lager wieder aufzubauen. Also ich würde sagen, bevor ich noch mehr Zeit mit Quatschen verliere, lasst uns gehen. Um hinunterzukommen, nutze ich den Fußweg, von dem der Mann im Gespräch sprach. Nach nur wenigen Minuten bin ich schon unten am Rhein und teste meine Kraft aus. Jetzt bin ich den ganzen Weg runter von der Lorelei runtergerannt und bin jetzt hier unten auch auf dieser Landzunge, das fast wie so eine Art kleiner Damm aussieht. Und wenn ich dem folge, dann komme ich auch gleich zu der Lorelei-Statue, wo ich dann noch ein bisschen Pause machen werde, ein bisschen essen werde, noch etwas die Aussicht auf den Rhein genießen werde und dann muss ich aber auch schon so langsam mein Lager aufschlagen. Wenn ich mir jetzt den Lorelei-Felsen von hier aus anschaue, da muss ich echt sagen, das war echt eine verrückte Idee, da runter zu klettern, denn guckt euch das an, das geht richtig steil runter. Ich hätte eigentlich mein Seil mitnehmen müssen, dann hätte es vielleicht hinhauen können, aber so keine Chance. Deswegen bin ich froh, dass ich doch umgedreht bin und dann den normalen Weg runtergenommen habe. Nicht immer muss es so extrem sein, dass man fast sein Leben dabei verliert, aber trotzdem unglaublich schön der Felsen. Und da sind wir auch schon angekommen am Ende dieser Landzunge und das hier soll die Lorelei-Statue sein. Mal gucken, wie die von vorne aussieht. Ah, interessant. Genauso wie man das auch aus früheren griechischen Legenden auch kennt, die wunderschöne Nixe irgendwo am Ozean, am Meer oder wie hier jetzt an einem Fluss, die Männer verführt und dann in ihren Tod bringt. Also für mich sieht es jetzt nicht so attraktiv aus, aber ich glaube, das könnte daran liegen, dass sie aus Stein besteht und nicht lebendig ist. Ob attraktiv oder nicht, eine romantische Aussicht hat man hier mit der Lorelei auf jeden Fall. Ich glaube, hier an diesem kleinen Kieselstrand kann man ein bisschen besser Pause machen als auf den dreckigen Felsen da hinten. Von daher werde ich mir jetzt hier einen schönen, gemütlichen Ort suchen, mich hinpflanzen und ein bisschen was essen. Es wird auch endlich Zeit für eine wohlverdiente Essenspause.
Also zum Erfrischen ist das Wasser noch gut, aber vergiss nicht, nicht aus solchen großen Flüssen trinken, denn dann gibt es richtig starke Magenbeschwerden. Beim Sonnenuntergang genieße ich noch das Plätschern des Rheins und das dumpfe Grollen der Schiffsmotoren. Dann geht es über den Treppenweg wieder zurück hoch, denn ich muss noch mein Nachtlager aufschlagen. Doch ich war zu lange am Fluss und habe völlig unterschätzt, wie schnell es mittlerweile dunkel wird. Okay, die Dunkelheit ist doch schneller eingebrochen, als ich dachte. Deswegen mussten Kalon und ich unser Lager doch noch im Dunkeln aufschlagen. Aber zumindest ist das Zelt jetzt hier fertig. Hier hinten übrigens ist Kalons Hilleberg, das er wie immer mitnimmt. Er braucht halt seinen Luxus hier in der Natur. Aber ich habe nicht vor, hier im Zelt zu übernachten, denn ich hatte heute was ganz Besonderes vor und das zeige ich euch jetzt mal. Mein Schlafplatz heute ist diese Hängematte. Die gehört übrigens auch Kalon, die hat er von einer seiner Brasilienreisen mitgenommen. Hier drin habe ich gerade noch schnell meinen Schlafsack ausgebreitet, damit mir nicht zu kalt wird, weil der Wind ja hier recht gut durchzieht. Aber zumindest bin ich vom Boden weg, das heißt die Bodenkälte habe ich nicht. Und ich glaube, ich werde heute wunderbar hier drin schlafen und träumen können. Also, ich schlüpfe jetzt schnell hier rein und dann sage ich auch, bis morgen, denn morgen erwartet uns noch ein wundervoller Tag am Rhein. Also, wir sehen uns.